sehr, sehr spontanes Video. Ich war gerade auf Instagram unterwegs, dann wurde ich markiert von einer ganz bestimmten Person, von dem Bruder Gypsy. Der hat wohl auf ein Video von mir reagiert. Auf was für ein Video er reagiert hat, weiß ich selber nicht. Wir schauen uns auf jeden Fall an. Dennis, wir warten. Wer wartet auch auf die Reaction von Dennis? Sag's von mir aus 1000 Mal. Falls ihr Top-Comment werden wollt, bei sämtlichen Videos, ihr seht, das ist die Erfolgsformel. Ihr müsst einfach nur schreiben, wir warten auf die Reaction von Dennis. Dann werde ich natürlich auch darauf aufmerksam. Hello, hello, hello. Messy Background, Messy Hair, Messy Make-up, Messy Outfit. Ihr wisst. Messi war doch ein Fußballspieler, oder nicht? Kurdische Queen is motherfucking back, okay? So, und heute. Heute. Ein bisschen Sänger. Reagiere ich auf Reaction. Hallo? Kurze Frage, bin ich beim Bestatter hier? Ja, ich hatte euch ein Bild geschickt. Ich wollte gern so einen richtig modernen Sarg, weil ich würde gern jetzt auch langsam, ne, die Welt verlassen. Ja, es hat schon Gründe, Ist egal, nee. Habt ihr da einen? Am besten so einen, wenn man den zumacht, dass man den auch nicht mehr aufkriegt. Ja, habt ihr so einen? Alles klar, dann bin ich um 16 Uhr da, ja? Ciao. Es heißt immer noch Dennison oder Reactson. Und ihr fragt euch bestimmt, warum Gypsy? Und ich glaube, die einfache Antwort ist, dass ich jede Sekunde genieße, wo ich Reactions oder Dennison, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es wird immer schlimmer, ne? Dennison! Gesicht wiedersehen kann. Und ja. Bin ich so hübsch, Digga? Jetzt mal Hand aufs Herz, ich werde langsam ein bisschen rot. Bin ich so hübsch? Dennis, lass uns bitte ein Baby machen, okay? Hallo, ich hatte eben angerufen, Bestatter sind sie, ne? Können wir das vielleicht auf jetzt verschieben? Kann ich jetzt am besten kommen? Alles klar, ich mach mich auf den Weg. Ciao. Genau, und bevor ihr jetzt wieder alle kommentiert, ich lehne Duncan ab oder sowas, girl. Manchmal im Leben sollte man dankend etwas annehmen. Ich lehne dankend ab, ich will das in den Kommentaren sehen. Ich liebe euch. Okay, ich rede jetzt gar nicht viel drum herum. Wir lassen die Takes spielen und wir reagieren. Ich muss echt sagen, meine Nüsse sind echt klein geworden. Also ich meine die hier, ne? Haselnüsse. Hier irgendwo. Ich muss wieder sagen, Make-up nicht on point. Highlight. Ey, Junge, wohin? Du musst meinen Mund noch sammeln, auch eben. In meinem Mund, nicht auf dem Boden. Alter, sehr schlecht gesetzt. Muss ich echt sagen, der ist nicht so gut verblendet. Guck nicht. Den hättest du auf jeden Fall ein bisschen besser verblenden können. Muss ich echt sagen. Und die Augenbrauen sind. Zu krass gemalt und sieht nicht mehr natürlich aus. Irgendwo mag Dennis, bist du irgendwie jetzt zum Make-up-Artist geworden oder so? Okay, hör mal ganz genau zu. Du weißt, ich liebe dich, du bist mein Ehemann. So, wir machen zusammen Babys, aber du weißt ganz genau, Highlight ist immer auf den Wangenknochen gesetzt. Ja, aber es gibt auch Mädchen, die ich auf der Straße sehe, die ihren Highlighter auf die Nasenspitze machen. Wo machen die das noch hin? Und über den Lippen. Natürlich ist es vielleicht falsch. Aber ich als nicht erfahrener Typ kann das ja auf der Straße nicht beurteilen. Wenn ich ein Mädchen sehe oder ein, zwei Mädchen sehe, die den Highlight auf die Nase und hier machen, dann denke ich mir, okay, das machen Mädchen wohl anscheinend echt. Und meine Augenbrauen sind lang, weil ich halt auch Leuten zeigen möchte, dass meine Augenbrauen länger sind als die meisten. Piep. Und meine Kontur ist extra stark, weil ich ja eine Drag Queen bin, Schatz. Ich weiß, man sieht mir nicht direkt an, dass ich Mann bin, aber das dramatische Make-up ist extra und glaub mir, dementsprechend bin ich auch dramatisch in allen anderen Tätigkeiten, die wir zusammen machen werden, okay? Digga, ich wusste es. Ich wusste, dass so ein Satz noch kommt. Ich war ja auch einmal mit Gypsy live. Da hat sie mir auch Angebot gemacht mit ihrem Freund. Aber ich sag mal so, wie auch im Livestream, ich habe viele Kontakte hier in Hamburg. Du hast ja überlegt gehabt, bei mir zu übernachten. Wenn du mir sagst, du kommst Samstag, dann wollte ich die Wohnung wahrscheinlich Freitag verlassen. Also ich wollte wahrscheinlich umziehen, deswegen. Aber ich habe natürlich Kollegen, die noch eine Wohnung haben, auch noch Platz haben, noch ein Bett haben. Also du kannst dich da auf jeden Fall bedienen. Bei mir zu Hause ist das nicht so spektakulär. Wir haben nur Wasser zu trinken, keine Cola. Das hast du bei anderen Kollegen von mir. Der doch so viel Auswahl, ne? Glaub mir, geh dahin. Die Kontur ist auch nicht gut. Die hättest du auch noch verblenden müssen. Das nennt man Bronzer, soweit ich weiß. Mädels, ihr könnt mich korrigieren. Ich bin da immer offen. Ich bin tatsächlich heute auch ungeschminkt. Ich wollte mich eigentlich noch mit dem Jungen treffen und wollte mich dementsprechend auch ein bisschen fertig machen. Ihr wisst, bisschen ready machen, wie ist das? Aber ja, die Zeit passt manchmal nicht. Gripsy? Hat es geschneit in Köln? Auf jeden Fall, wir haben heute. Das war Glitzer. Nein, Glitzer meine ich damit nicht. Ich meine, dass hier alles mit einem Make-up oder mit einem Selbstbräuner gebräunt wurde und hier der ganze Arm weiß, wie die Flagge hier hinten war. Die sind ganz locker, die sind total tolerant. Ja. Krass, also ich muss sagen, in der Türkei hätte ich jetzt genau das Gegenteil erwartet, dass die in der Türkei vielleicht noch krasser gucken und sich denken, Digga, was geht da ab und so, aber ich hätte echt erwartet, dass es in Deutschland das mehr toleriert wird als in der Türkei. Ich bin persönlich so noch nie in der Türkei rumgelaufen, deswegen kann ich nicht beurteilen und nicht von meiner Erfahrung sprechen. Du hast mir... Nee, ich glaube, da hat... Okay, vielleicht spricht der Dolly aus Erfahrung. Ich persönlich muss eigentlich auch Dennis zustimmen. Also in der Türkei ist es von den LGBT-Rechten her viel schlimmer. Ich weiß ja, wie das in Instagram ab... Instagram sag ich. Also, ich muss raus aus der Welt. Ich weiß ja, wie das in der Türkei so ist, wenn man zum Beispiel mit seiner Cousine oder so rumläuft. Die Männer sind sowas von am Geiern. Es gibt ja Leute, die machen so vielleicht, wenn da eine Frau ist.
Das war's. Dann gibt es vielleicht Leute, die machen so. Und dann gibt es die Türken in der Türkei, die machen so. Falls ihr auch in der Türkei seid, mit eurer Schwester oder mit euren Cousinen rumlauft, macht ganz schnell klar, dass ihr am längeren Hebel seid. Damit meine ich nicht so einen Umstellhebel, sondern einfach den Hebel der Glock. Oder Izmir, wo es ein bisschen mehr ist, aber solange Erdogan, den ich überhaupt nicht unterstütze und alles hasse, dort regiert, sind die Rechte für LGBT leider nicht so gut wie jetzt, sage ich mal, hier in Europa. Ja, ich glaube, Dolly hat wahrscheinlich einen geraucht oder so. Ja, ich kann nur sagen, Digga, lass jeden leben, wie er will, Digga. Wenn jetzt jemand das macht, dann lass ihn. Also, das ist so, also, dieser Typ, ich weiß nicht, auf wen hat sie da reagiert, der ist voll hübsch irgendwie. Ich weiß nicht warum, so dieser, jedem. Doch einfach, Digga. Mich juckt es nicht. So, man sollte sich immer an die eigene Nase fassen. Jeder sollte sich mit seinen eigenen Problemen beschäftigen. Jeder sollte sich an seine eigene Nase fassen, Digga, was andere machen. Warum interessieren sich so krass viele Leute für andere, Digga? Ihr habt doch ein eigenes Leben, befasst euch doch mit euch selber, Digga. Versucht doch nicht immer die Probleme auf Kampf von anderen Menschen zu lösen, Digga. Löst doch erstmal eure eigenen Probleme, bevor ihr an den Problemen von anderen Menschen rumgammelt. Wenn ich jetzt so Drag Queen sehe. Mich juckt das nicht. Und es ist auch genau das gleiche wie, wenn ich ein Pärchen auf der Straße sehe, Junge und Mädchen, was sich in der Öffentlichkeit küsst. Was juckt mich das? Sollen die sich küssen? Sollen die dann Nachwuchs machen? Keine Ahnung, mich juckt das nicht. Man sollte sich immer an seine eigene Nase fassen. True, und da gehen auf jeden Fall Props raus an Reaction. Ey, Walla, ich wollte gerade dieses Kompliment auf mich ziehen und das Kompliment genießen, aber ich kann es nicht genießen. Ich heiße nicht Reaction, ich heiße Reaction oder Dennison. Nenn mich einfach Dennis, das geht auch. Reaktion, Reaction. Oh, Dennis, girl, I call you Dennis. Du weißt, mein Schatz. Nein, also jetzt Spaß beiseite. Wirklich Props an Dennis, weil ich finde... Dennis oder also, ich weiß nicht, habe ich 20 Persönlichkeiten? Ich heiße Dennis. Dann sag doch einfach Dennis, Digga. Der einzige YouTuber, sag ich mal, der in dieser Branche ist, der literally wirklich LGBT, sag ich mal, nicht diskriminierend ist, wie andere YouTuber, John Broke als Beispiel, Mert, Raja oder whatever, diese ganzen ekligen Reaction-Channels, wo ich wirklich das Kotzen kriege. Und er ist wirklich der Einzige, der sich traut, weil, guck mal, ich muss wirklich Props geben. Denn viele YouTuber haben mir auch geschrieben und meinten, hey, du weißt, ich mag dich, aber meine Zuschauer wollen halt nicht, dass ich LGBT blablabla supporte, weil das möchten sie nicht und sie lachen mich aus. Aber dazu muss ich sagen, man sollte als YouTuber mal real bleiben. Meine Meinung ist, dass ich da nichts gegen habe, dann ist es meine Meinung. So, wenn jetzt Leute kommen und sagen, Digga, guck sie dir mal an, diss sie mal, beleidige sie mal, das ist doch voll lustig, wenn du sie beleidigst, sie sagst, ist es nicht. Mich juckt das gar nicht. Ich sag das, was ich denke und wenn ich gerade denke, dass ich das nicht diskriminiere, dann bringe ich das auch so in den Videos, versteht ihr? Ich meine, ich versuche natürlich immer so auf meine gewisse Art und Weise so meinen eigenen Humor reinzubringen. So, da mal ein paar Witze zu machen, aber die Leute, die mich abonniert haben, kennen mich. Und ja, wir sind ja alles Brüder und Schwester. Deswegen, Kuss geht raus an euch alle. Und das ist so traurig und so widerlich, wirklich, wo ich mir denke, so, denkst du, ich sag jetzt okay. Nee, und deswegen finde ich es cool, dass Dennis John so ein F*** drauf gibt und trotzdem seine Meinung sagt. Also ich gebe ein F*** auf das Video, aber jetzt, wir beide machen jetzt keinen F***. Das muss klar stehen, ne, Gypsy? Das ist total wichtig, dass wir so eine Representation halt haben mit dieser Reichweite, falls ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall dickes Props an dich. Dafür wird unsere erste Nacht auf jeden Fall... Also wenn ich einmal so einen Daumen zeige, ne? Ich hab's wieder geahnt im Hinterkopf. Ich dachte mir, Digga, ich mach jetzt so. Und am Ende wird noch ein Satz kommen, der mich wieder nimmt. Sehr, sehr toll, okay? Das ist ja quasi wie das Guthaben auf einem Handy. Ich habe quasi jetzt Guthaben auf das Handy bekommen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich mit dem Guthaben telefonieren muss. Das heißt, ich kann jetzt auch einem Kollegen quasi das Handy geben und er kann mit dem Handy telefonieren. Sprich, er kann den Gutschein einlösen von Gypsy. Also, weiß ich, wer hat Bock von meinen Kollegen so? Ihr habt einen Gutschein frei, ihr habt eine Nacht mit Gypsy, Junge. Lehnt das nicht ab. Schallah, Bruder, ich hab doch nie eine Brille gesehen, die so groß ist, ne? Hand aufs Herz, ich kann auf der linken Hälfte Spiegelei braten und auf der rechten Seite kann ich meinen Salat klein schneiden. Ich schwör auf alles. To be honest, diese Brille hat Dolisha von mir geklaut, denn ich wollte sie in Berlin kaufen und sie hat mir die einfach aus der Hand gerissen. Das auf jeden Fall. Apropos Brille, ne? Ich hab eine Brille geschenkt bekommen, ich zeig euch die mal. Die ist einfach wieder im Auto. Es ist auf jeden Fall so eine durchsichtige Brille, es ist keine Sonnenbrille. Einerseits gefällt mir die Brille so, aber ich bin mir immer voll unsicher, ob die Brille mir steht oder nicht. Ich hätte euch die jetzt gezeigt, aber ja. Ihr wisst, mein Bein ist verstaucht, sonst wäre ich zum Auto gegangen. So, ich glaube, das war's auch. Genau, das war heute mein kurzes Video. Ich hatte Bock, einfach mal ein bisschen Spaß zu haben, keine ernsteren Themen anzusprechen, weil das nächste Video wird sehr krass. Also bleibt auf meinem YouTube-Channel, okay? Schreibt auf jeden Fall unten in den Kommentaren, dann mache ich das. Ich finde es immer toll, Dennis Jones Gesicht zu sehen. Also freue ich mich da immer drüber. Ich sage jetzt einfach mal Salam Aleikum und tschüss. Aleikum Salam, Schwester. Oder Bruder. Talking.